So, das sind wir wieder. Servus, Leute. Dann wollen wir loslaufen. Juhu. Halt das in die Kiste noch. Es ist ja nicht so, dass wir nicht schon genug Geld haben inzwischen. Meins. Nein, meins. Meins. Ja, meins. Meine hat sich aber gebückt. Ja, nur, dass sie sich gebückt hat, hast du es noch nicht. Es muss doch aufblinken, dass du es bekommen hast. Ich sehe nichts, einfach mal ein Ding ansetzen, wenn ich schon mehr treffe. Also, ich heile mich echt mit jedem Hit um 10%. Ey, Mann, der haut mit beiden Waffen immer gleichzeitig zu. Level up. Das sieht cool aus. Level up. Ey, cool. 21, 24, ja. Schon wieder Magier. Ich ziehe es mal Waffenkunde nicht weiter hoch. Nicht? Oder? Wahrscheinlich Magiekunde ein bisschen was für Skill, weil du tust ja doch relativ viel auf Magie machen. Ja, eigentlich sollte ich Magiekunde jetzt auch lange mal hochziehen. Bisschen was zumindest, also muss ich nicht viel drauf setzen. Ich spiele auch so ein bisschen Hybrid. Hybrid! Aber mit der Klinge, was ich da hab, ich glaube, da kann man sich schon viel Schnackse erlauben. Ja, das ist... Das Spiel ist jetzt eh nicht so. Ich heile mich voll. Alter, das hat echt zuschauen, wie ich mich voll heile. Geil, das Ding. Fluppes! Schade, dass keiner von uns Vampirin ist. Und ich heile mich halt nicht nur mit dem Hit von dem Schwert, ne, sondern meine Cast heilen ja auch. Level up! Auf was setze ich denn? Hammer Stärke, das macht dann so. Waffenkunde und dann. So, wir möchten tauschen. Nein, möchten wir nicht. Wir haben nämlich noch nicht genug. So. Wow, ich habe gerade einen Dorfbewohner zum Verschwinden gebracht. Ohne Witz. Super. Habe ich noch nie geschafft. So geil. Ah, ich habe auch nichts zum Verkaufen. So ein Scheiß. Komm, ein Mama und eine Attacke. Secret Game Server, Bronze. Haben wir, glaube ich, einen weiteren Weg. Ja, das ist dieser lange Weg, wo ich bis zum nächsten Portal nicht sterben darf. Können wir da nicht was einschmieden? Kannst du schon. Was aber da wäre halt die Frage, ob man sich da nicht eher die Skelettköpfe aufhebt, weil die sind ja meistens besser. Ja, aber dann schmiede ich trotzdem zwei normale Sachen mit rein. Ja, mach doch mal. Ja, okay, das kannst du auf alle Fälle mal machen. Ich kann ja eh wieder mindestens eine Chance nehmen. So. Weiter? Mhm. Ich glaube, du kannst ja eh immer Sachen rausschmieden wieder. Ja, aber immer nur eine Sache kannst du retten von deiner Schmiedesache. Also wenn du drei Skelettköpfe reinschmiedest, dann kannst du zwei nur behalten, kannst du einen rein. Ja, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Waffe irgendwann mal schlecht wird. Oh, ich habe für dich. Also wenn es kein Spell war. Oh Mann, ich gehe mal schnell noch umtauschen, bevor es losgeht. Also gut. Mach ich dabei hier mal frei. Tja Leute, müsst ihr jetzt nicht Leide über euch ergehen lassen? Ist so blöd, Messerflu. Mach doch mal was Anständiges. Ja. Sowas wie rausgehen. Get a haircut and get a new job. Rausgehen, Blumen pflücken. Das habe ich heute schon alles gemacht. Hast du alles schon gemacht? Ja. Das ist brav. Ja, nachdem du erst zu so unheiliger Stunde kommst. Rüstung 51 hätte ich für dich. Kampfsprung.
Rüstung 51 hätte ich für dich. Rüstung 51. Oh ja, vielleicht. Aber hat halt so nicht mehr, also magische Resistenz und sowas. Ah, okay, dann lieber nicht. Weil dann habe ich noch einen Helm mit 41. Den wollte ich dir vorhin schon geben, den letzten Part. Gürtel mit 6. Ach nee, brauche ich nicht, meine super. Okay, die Rüstung. Handschuhe mit 19. Ja, Handschuhe mit 19 habe ich auch. Ist auch, okay, dann kommen die so weg. Stehst du schon bei mir? Ich bin beim Händler gerade. Und ein Amulett mit 22. Ein Amulett habe ich gar keins. Also gut. Schmeißen wir mal raus. Warum gucken wir beide aus wie so komische Power Ranger? Du bist der Grüne, ich der Blaue. Go, go, Power Ranger. Okay. Jetzt gucken wir mal. Der Helm war 38 hat der halt bei mir sogar. Amulett. Okay, ist nichts Besonderes. Mit 47. Bei dir hat er jetzt weniger. Ja, ist die aber besser. Aber Feuer, Magie plus 1 auf Konstitution. Regeneration von Zaubern plus 68, ne? Und mentale Regeneration plus 4. Alter, halt Steine. Da ist halt meine schon Bombe, muss ich ehrlich zugestehen. So, laufen wir los. Laufen wir los. Wir haben eh nur noch eine Viertelstunde, um da hochzukommen. Eine Viertelstunde, um ganz hochzukommen und. Da brauchen wir eigentlich also mindestens eine halbe Stunde, müssen wir was mit dem Part machen. So ein Scheiß. Und du darfst nicht einmal drauf gehen dabei. Ach Scheiße, verklickt. Na also bei mir schaut es nicht schlecht aus. Ja, diesmal auch nicht. Diesmal habe ich ja einen, der was aushält. Weil es ist halt ärgerlich, wenn man weit kommt und dann verreckt man und ich muss dann die ganze Strecke nochmal laufen. Defektes Schwert. Weil eh alles nur für mich. Das mit den Set-Gegenständen hat mich in Diablo so aufgeregt. Wieso? Das war schon doof. Weil ich bei Diablo 2 immer zu Beginn gleich die arktische Rüstung gefunden habe. Achso, und dann den ist die Gürtel halt so schwach. Na, die bringt halt gleich plus 65 Rüstung, weißt du? Und dann auf dem Gürtel mit 65 Rüstung. Das ist halt schon extrem heftig. Ja, okay, das ist dann. Das ist halt stärker als die meisten Rüstungen im Akt 1. Also nicht, dass ich jetzt echte Probleme damit gehabt hätte, ne, aber. Also, es ist halt ein bisschen witzlos. Ja, es ist halt schon ein bisschen God-Mode. Natürlich könnte man dann sagen, okay, Spielzeit bis dahin. Warum hat er jetzt noch ein Schwert? Aber es ist so zusammenliegt, immer mit beiden Zuschauern. Ja, der legt es zusammen. Also, der hat da quasi Doppelhänder. Wie man das nennt. Dual Blade. Blade 2 quasi. Und Zoro hat dann, ist dann Blade Trinity. Trinity. Oh, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Aber dann einfach mal der Spezial noch ein bisschen gut. Zug der Hölle haben wir, Trank der Konzentration. Ach, die können wir auch mal aufbauen, ne? Weiß zwar nicht für was, aber. Oh nein, lauf nicht davon, lauf nicht, lauf nicht. Warte, du da. Hade, wade, du de da. Hade, wade, du de da. Wo müssen wir in der Wegkreuzung ankommen? Na, da können wir in dem Part den linken Teil klären, sozusagen. Genau, hätte ich auch gesagt, weil da gibt es wieder diese eine Quest, wo man wieder eine schöne Fähigkeit bekommt. Oh, ich bleib einfach stehen. Ja, ich schätze mich gerade durch. Ich könnte echt Kampfmagier oder Vampirin spielen. Ich krieg dauernd von Verdienen eine Fähigkeit. Ja, nein.
Seraphin. 6, 3. Meine besser. Meine 9. Ich habe wieder neue Schuhe. Das sind übrigens erst die zweiten. Überhaupt. Auf welchem Level bist du? Ach, halt. 11 müsste ich sein. Steht doch bei dir oben links dran. Stimmt, steht bei mir dran. 11, ja. Du bist eine Elfe. Ja, und ich habe einen schwachen Drang des Mentors gefunden. Reißen die Bestie, den Job kann ich übernehmen. Wow. Hast du auch die drei Lebensbalken gesehen? Ja, also ich habe gesehen, wie diese drei Strahlen auf dich zukommen sind und dann hat er. Das ist Bam gemacht, verstehst du? Ich hätte das mit halbem Leben mal machen sollen. Kuh gerettet. Also ich höre halt nur so aus deinem Kopfhörer noch den Sound raus. Echt? Ja. Also den Sound, wenn du das Ding einsetzen tust. Was gibt's? Das Leben füllt. Renn so schnell du kannst. Was gibt's? Renn so schnell du kannst. Die haben ja noch einen Schluck Spezi, ne? Da geht's rein. Ich will da rein. Habe ich schon genug zum Tauschen? Nein, ich hab drei Vampir-Moves halt mal drin. Ich hätte auch noch einen. Ja, nehmen wir den nächsten einfach wieder. Das passt schon. Ist so schlimm. Stadtluft. Schon lange vergessene Erinnerungen. Ist das hier eine Stadt? Ja, mehr oder weniger. Was war das letzte dann zuvor? Ah, wo ist Porto Valum, das ist nur so ein Außenposten. Ein Ninja? Blauer Ninja! Ja. I'm a Ninja! Ninja Motherfucking Destroy! Verkaufen! Sie wollen verkaufen! Ja. Ich hatte Rüstung. Ah, nee, da hat es wieder die für gute, das bringt nichts. Da wäre ein Schwert für dich. Wie viel hat's? Ah, das ist so 106 bis 137. Naja, du hast halt Faustwaffen auch drin. Ja, scheiß auf die Faustwaffen. Ich mach die anderen, ich habe nur drei Stück draufgesetzt. Das ist zwar kacke, aber es ist halt so. Wenn du willst. Nein, ich habe 108 bis 153 und 113 bis 158. Das wäre meine Fernkampfwaffe gewesen. Vielfach gesockelt. Kannst du das brauchen? Das Schwert 114 bis 142. Ach nee, die andere. Hieb halt. Ah, aber also die wäre es echt halt besser. Ja. Also gut, die kriegst du. Schmeiße hin. Ja, misst das ein Schwert oder nicht? Nee, ich brauche ihn nicht. Die defekten Schwerter sind meistens gar nicht so verkehrt. Ja. Da gibt es 12er Ring, sehr schön. Das ist cool, das ist wie ein Fliegenfänger. Ja, das ist echt wie wenn du Fliegen fängst mit so einem Elektro-Britzel. Dem hat sogar ein Bein abgerissen. Alter, ist das blutig, das Game. Deswegen habe ich es gut ausgemacht. Ich vertrag das nicht.
Kennt ihr Pferd lang? Bestimmt. Nein? Nein? 5 Minuten. Nein? Scheiße, keine Pferde. Wo müssen wir eigentlich lang? Rauf. Einfach den Weg entlang und wenn das nächste Mal runter geht, geradeaus weiterlaufen. Ich mache halt direkt das Mentos. Zipfel ist duster. Am Zipfel ist duster. Kommt drauf an, wie man ihn beleuchtet. Mögen wir mit so LED-Lichtern. Weißt du, wie sie es jetzt immer um den Finger tragen? Ach ja. Du hast irgendwie ein paar Pfeile in der Brust stecken. Neue Fertigkeit! Lulu. Oh, neue Fertigkeit, genau, was nehme ich denn? Das wäre natürlich Hammer-Klingenkampf. Verbessert Angriffswert und Angriffsgeschicklichkeit im Kampf mit dunkel-elfischen Klingenwaffen. Das wäre was, Himmelsmagie. Verkürzt bei allen dazugehörigen Zaubersprüchen die Zauber- und Regenerationszeit. Schlecht, oder Paraden. Paraden wäre halt auch geil. Ja. Oder Konstitution verbessert die Heilrate. Weil du das Schwert, ja, irgendwann wirst du das Schwert nicht mehr haben. Na, ich gehe auf Paraden. Parade! Eine Parade! Ja? So. Ach, Geschick kann ich nochmal hochziehen. Einfach gerade nach oben dann weitergehen. Hab schon verstanden, ich gehe ja schon. Testosteron, dann wollen wir nein. Das brennt ganz gut runter, ne? 32er jetzt macht das Ding jetzt. Was glaubst du, wie das ist, wenn ich das in der Combo setze und dann 4 solche Pfeiler dran stehen habe? Ihr wart die längste Zeit, Anführer. Der macht mir keinen Schaden. Ja. Ach, ich mach mal ordentliche Sitzhaltung machen hier, du. Das kriege ich auch noch einen Krampf im Fuß gleich. Ja, mei, ist halt so. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Alter und so. Räumer. Ich mache nicht genug Schaden, ich heile mich noch nicht gut genug. Ich habe Armschienen für dich. Ziemlich gut eigentlich. Ich habe 19er. 26. Das ist nicht geil, hau her. Da bei mir, wo ich stehe. Ah. Merci. Kein Problem. Klingenkampf plus 3, Cobra plus 1. Sind schon fast im Feenbach. Ja, da müssen wir glaube ich einen Break machen. Ich befürchte auch, ja. Im Feenbach. Feenbach. Oh, da ist was für dich. Glaube ich. Nein, nee, Waldelf. Das ist Waldelf. Aber ich nehme es trotzdem. Danke. Bitteschön. Ja, wie geil! So. Instant Healung. Da ist ein Weg. Und ein Magier. Der Magier hat noch keinen Schaden, Schuhe. Heilt sich gleich mal, wenn du mich kommst. Sind wieder Schuhe für mich? Hm. Nein! 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 Ich habe einen neuen Gürtel. Donner, der Gürtel des Serisch. Was ist dein Schwert? Für welchen Ding? Serisch! Weiter! Oh, ist das pervers! Jetzt brauchst du nochmal ein Teil vom Serisch und dann kriegst du, geh mal oben in dieses Ding, genau. Wenn du noch eins kriegst, dann verbessert es irgendwelche Werte. 7.
Pro Schlag Leben absaugen, ja, 5%. Wenn du noch einen hast, ich glaube, dann machst du noch mehr Leben absaugen. Mentale Regeneration. Alter, rotierende Lichtklingen werden noch besser. Ich glaube, rotierende Lichtklingen sollte ich jetzt mal mitnehmen. Einfach nur wegen, weil ich halt schon plus 2 drauf bekomme durch die Waffe und durch das Ding. Warte, ich helfe dir mal kurz. Übrigens, ich habe den schwachen Dank des Mentors gefunden. Schon wieder. Oh, das ist was für mich, glaube ich. Bahamuts Amschin. Ja, da hast du doch auch schon was, glaube ich. Ja. Bahamuts Amschin passt perfekt. Kritische Ländertreffer. Ne? Hat. Oh, scheiße, aber das ist halt auch gut, was ich habe. Scheiß drauf. Hallo? Ich bin auf besonderes Seeds. Wo bist du hin? Ich muss mich heilen. Achso, du musst dich heilen. Ich heile mich halt wirklich hoch da drin. Ohne zuzuschlagen. Wenn ich zuschlagen möchte, das ist echt brutal. Das ist brutal, Mann. Oh, und da haben wir noch eine. Was macht die große Statue? Die gesegnete Statue gewährt auch höheren magischen Schaden. Okay, bloß blöd, dass man mit dem Dunkelelf keinen magischen Schaden machen kann, aber ansonsten ist das praktisch. Wie lange geht es? Und wir sind in der Stadt angekommen. Juhu! Wir müssen einen Break machen. Ja. Nochmal Break. Sind eh schon wieder fast drüber. Ja, diesmal. Die nehmen wir auch schon mit. Jawohl. Die Götter sind mit euch. Ja! Unsere Richtung schaut Bombe aus. Hey, wir sind super da. Naja, bis zum nächsten Mal, Leute. Halt, warte mal, wir können auch so ein bisschen im Pentagramm stehen, das macht das Ganze dramatischer. Nächster. Okay, alles klar. Bis zum nächsten Mal, offline. Servus.